Darunai, er die Freude bei mir ein, und gesaune Leb und Wein, er die Freude bei mir ein, und gesaune Leb und Wein, er die Freude bei mir ein. Der Graf. Ah, der Stallmeister. Auch schon aus den Federn? Ich habe die ganze Nacht kein Auge zugetan. Wohl aus Ärger, dass ich dir gestern nicht das Feld überlassen wollte. Du spieltest in deiner Verliebtheit eine komische Figur. Komisch oder nicht? Sicher ist, dass mich dein Betragen gegen das junge Mädchen empörte. Mein Betragen? War dein Betragen besser? Ich bin schließlich ein freier Mann. Während du der Gemahl meiner Schwester bist. Ja. Übrigens teile ich dir hierdurch mit, dass ich Gretchen zu meiner Gattin erwählt habe. Zu deiner Gattin? Ich verbitte mir dieses Lachen. Die Sache ist allerdings mehr zum Weinen. Sei gescheit, Herr Schwager. Ein Bauernmädchen. Und außerdem ist sie auch noch verlobt. Diese Hindernisse sind bereits beseitigt. Also ist das wirklich dein Ernst? Mein völliger Ernst? Und meine Schwester? Ach, die wird schon einen Mann finden. Und weißt du schon, ob das Mädchen dich liebt? Nein, Bruder, das weiß ich nicht, aber... Willst du mir einen Gefallen tun? Was denn? Ich will sie hier erwarten. Lass mich mit ihr allein. Gern. Aber du wirst gestört werden. Es kommen Leute. Und zwar allerliebste Mädchen. Wahrhaftig? Mir sehr egal. Was willst du denn hier? Von hier aus die Mädchen überraschen. Aber du wolltest doch. Wir haben noch beide Platz. Thank you.
tanze, euch zu drehen. Ich tanze am besten, hat er gesagt. Nein, ich hab gesagt, ich tanze am besten, hat er gesagt. Nein, ich hab gesagt, wir tanzen am besten. Jede Wut auf ihre Art. Wir tanzen am besten. Jede Wut auf ihre Art. Noch kann bestimmt dich nicht entscheiden. Da haben die Reiche all nicht wahr. Überraschen, liebes Kind. In der Tat, das ist Ihnen gelungen. Herr Gemahl, reichen Sie mir Ihren Arm. Das Frühstück erwartet uns. Der Schulmeister Bakulus wünscht den Herrn Stallmeister zu sprechen. Er lässt Ihnen sagen, er hätte sich bei sich. Mein Gott! Begleiten Sie uns nicht zum Frühstück, Herr Stallmeister. Er soll mich hier erwarten. Was ist denn hier geschehen? Mein Pfad ist mit Rosen bestreut. Nur näher, Herr Gevatter. Der Herr Stallmeister werden gleich erscheinen. Nun lasse mich in Ruhe. Ihr ist und bleibt ein eifersüchtiger Narr. Ein Narr war ich, solange ich den Gedanken trug, dich zur Frau nehmen zu wollen. Aber damit ist es nun aus. Nach dem, was geschehen ist, ziehe ich mich zurück. Wer ihn zur Rede hörte, würde glauben, es wäre was Entsetzliches geschehen. Es ist auch was Entsetzliches geschehen. Nichts ist geschehen. Ich komme bei stockfinster Nacht nach Hause. Denke, der Herr Stubenbusch wird doch wohl über den Schreibebüschen sitzen. Aber der ist im ganzen Hause nicht zu finden. Ist das nichts? Das ist nichts. Ich denke, du musst doch deinem Gretchen eine gute Nacht wünschen. Geh hinauf, tritt in ihre Stube. Wer sitzt mit ihr auf dem alten Lederdivan in trautem Gespräch? Der Stubenbusch! Das ist wieder nichts! Schweig, angehende Potiphar! In einen Sack würde ich dich stecken und in den Mühlbach werfen, wenn nicht der Herr Stallmeister so ein Narr wäre, dich heiraten zu wollen. Der Herr Stallmeister will mich heiraten? Ja, du Boa Constrictor. Rede mir nicht ein Wort dagegen, sonst spazierst du in den Mühlgraben. Er zahlt mich 5000 Taler, dass ich ihm meine Ansprüche auf dich abtrete. Ach, der liebe Herr. Wie sich die Schlange freut, dass ich mich los wird. Geh da hinein. Ich muss erst meinen Handel ins Reine bringen, bevor er dich sieht. Komm, geh. So lebe Sie wohl, Herr Sebastian. Fahr hin, Gomorra Seele. Ich danke ihm für alle Liebe, die er mir erwiesen. Verzeihe mir, wenn ich ihn jemals betrübt habe. Doch sei versichert, dass ich noch in späten Jahren den Himmel dafür danken werde, dass er mir von ihm geholfen hat, ihr alter, ausgetrocknete Schulmeister. Nein, die hat mich nie geliebt. Da bin ich. Habt ihr über die Sache nachgedacht? Alles in Ordnung. Habt ihr mit eurer Braut gesprochen? Ja, freilich. Will ich dir ein? Sie macht sich eine Ära daraus. So sprecht, was sagte sie? Ja, nun, sie sagte, ich wäre zwar ihr lieber kleiner Sebastian und das Herz würde ihr bluten, aber wenn es nicht anders sei... Wo ist sie? Ich will selbst widersprechen. Sie ist hier ganz in der Nähe und von wegen den 5000 Talern. Die liegen bereit. Ah, gracias. Und euer Posten soll euch auch bleiben. Es wird doch die große Frage sein, ob ich die Stelle behalte oder nicht. Ja, wie ihr wollt. Man hat andere Ideen. Großartige. Ruf mir Gretchen, ich stehe auf Kohlen.
Nun, liebes Gretchen, bekenne frei und ohne Scheu, dass dem Herrn du wirst angehören. Wenn sie befehlen. Daher, mein Lehrer, was ich hasse, wie sie dir an, wer täglich Student bei ihr saß. Macht ernst, ihr ohne Spaß. Das ist nicht eure Frau. Ei, freilich. Hast du zwei. Bewahre. Bekenne laut. Welche die rechte sei, welche die rechte sei, dies ist das liebliche Gesicht doch von gestern nicht. Mein Teufel, das ist das Gesicht von gestern nicht. Weil den Student. Weil er ihn nicht kennt. Die andere, wo kann sie hin? Wenn ich dem Herrn gut raten soll. Lasst ihr die andere ziehen, lasst ihr die andere ziehen. Die ist doch auch ganz hübsch und fein. Würde mir viel lieber sein. Was hab ich denn getan? Ist mich getan? Sei nur getrost, sei nur getrost. Dir wird dein Herr Gamal und mir mein Kapital. Es vergehen in die Sehnen, wenn doch die Liebe gebe. Und es schäme sich des Hammen und viel Hahn und Blut. Ach, schon weich, alle Gefahren, alle Schmerzen, alle Schmerzen, alle Leiden, die Nagel schieden, Nagel wieder mir ins Herzen. Liebe Freund, wer ist das andere Mädchen? Sprich! Ach, lieber Herr, ich fürchte mich, es Ihnen grad herauszusagen. Was wäre wohl dabei zu wagen? Es könnte im Schloss bei meinem Leben einen Mordspektakel geben. Dein Schweigen macht die Sache schlimmer, sprich und zähl auf reichen Lohn. Die andere ist kein Frauenzimmer. Kein Frauenzimmer? Wer ist sie denn? Wer ist sie denn? Eine Mannsperson! Ein Mann! Ein Mann! Durch und durch. Student dazu und hat die ganze Nacht im Zimmer meine Schwester zugebracht. Himmel und Erde und Hölle, ich ermord ihn auf der Stelle, ich ermord ihn auf der Stelle. In der Schwester, hier im Schloss, was ist das? Ich will mich wohl nicht nehmen. Eier wird sich schon bequemen. Doch wir bekommen sich ja mit uns nicht. Hab nur Geduld, das findet sich, sei nur getrost, sei nur getrost. Dir wird ein Herr Gamal und mir mein Kapital. Es vergehen in die Sinnen, denke ich, was ich gewinne. Und es haben geschiedenes Armut, viel Hahn und Mut. Alle Gewalt, alle Schmerzen, alle Schmerzen. Alle Leiden, alle Schmerzen, alle Leiden, alle Schmerzen. Liebe Treue, liebe Treue. Bursche, du sollst nicht ungestraft deine Pagenstreiche hier gespielt haben. Mit dir will ich schon fertig werden. Ha, guten Morgen, Herr Stallmeister. Was der Junge für eine melodische Stimme hat. Ja, warum schauen Sie mich denn so an? Ich verstehe Ihr Benehmen nicht, Herr Stallmeister. Mein Herr! Wie? Sie sind ein dummer Junge. Mein Herr, Sie sind von Sinn? Sie werden mir Genugtuung geben für den Karnevalstreich, den Sie hier gespielt haben. Herr Stallmeister, halten Sie mich im Ernst für einen sogenannten Herrn der Schöpfung? Dieser Ton, diese reizenden Züge. Nein, wenn das ein Mann ist,
dann bin ich ein Frauenzimmer. Herr Stallmeister, Ihr Benehmen in diesem Augenblick ist zwar nicht das Feinste, doch will ich mich Ihnen nun entdecken. Erfahren Sie also, dass ich nicht die Braut des alten Schulmeisters bin, aber doch eine Dame zu sein, die Ehre habe, und zwar die Baronin Freimann, die Schwester des Grafen. Sie, was, Sie des Grafen Schwester? Also nicht verheiratet? Gott sei Dank, so narr wie Teufel aufs Neue mir Hand werden. Sie haben mich nicht gut verstanden. Ich bin die Schwester Ihres Herrn. Es ist wahr, ich bin nur ein Bürgerlicher. Aber ich schenke mein Herz dem Bauernmädchen. Vergelten Sie mir nun. Verschmähen Sie den Bürgerlichen nicht. Was ist das? Abermals eine Überraschung? Herr Stallmeister, was Sie gestern wünschten, sei Ihnen gewährt. Sie haben volle Freiheit, sich einen anderen Aufenthalt zu wählen. Für jetzt aber bitte ich Sie, mir behilflich zu sein beim Aufstellen des Altars der Göttin. Du, mein liebes Kind, gehe zu deinem Bräutigam, aber hüte dich vor der Verführung gewissenloser Männer. Auch Agamemnon hatte sich einst Klytämnestra zu Füßen geworfen. Und wie traurig endete diese Liebe. Herr Stallmeister, ich bitte. Verraten Sie mich nicht. Ich werde schweigen. Es kommt mir vor, dass meine Frau Schwägerin mehr eifersüchtig als stolz ist und der Herr Stallmeister ihr gar nicht gleichgültig ist. Ach ja, das Herz ist ein wunderliches Ding. Ah, schönes Gretchen, bist du endlich allein. Lass uns geschwind verabreden, wie und wo wir uns künftig und ohne Zeugen sprechen können. Künftig, Herr Graf, werden wir Gelegenheit genug dazu finden. Aber ich wette, Sie benutzen sie nicht. Diese Wette verlierst du. Küsse mich. Oh, nicht mit Gewalt, Herr Graf. Aber wenn Sie schön brav sind... Ich bin der bravste Mann der Welt. Also, nun dürfen Sie mich küssen. Und ich werde dabei denken, ich küsse meinen Bruder. Denke, was du willst. Nur küsse mich. Scherz, nur war's gemein. Ach, mein gnädiger Herr, im Ernst hat er's gemein. Ernst? Im Ernst? Und wie man fing. Mein Herr, ihr Lachen steht nicht zu der Herzenssache. So darf ich erklären, so darf ich erklären, was soll das heißen? Der Graf, ich kann's beweisen, dass er ganz schuldlos ist. Nicht kann Verbrechen heißen, wenn man die Schwester küsst. Schwester? Die Schwester, ihre Schwester. Ist meine traute Schwester, die geliebtes Haupt, die hast du uns exiliert. Da haben sie mein Bester sich schauderhaft blamiert. Da siehst du, mein Vergehen war bloße Ahnung nur. Es hat mich nicht getäuscht, ich stimme dir Natur. Wir bitten Sie zu schweigen, wir bitten Sie zu schweigen. Sie haben keinen Schwur und waren schuldbewusst. Und Sie war es nicht allein, dass wir zugleich sich zeigen, dass wir zugleich sich zeigen. Gestehe nur, mein Kind, dass dieser feine Herr dich nicht gleichgültig war. Mein Herr, sind Sie bei Sinnen? Nun gib
zufrieden. Dein Bruder ist er ja. Mein Bruder, mein Bruder. Ich bin erstaunen nur. So hat mich nicht getäuscht die Stimme der Natur. Wir bitten Sie zu schweigen, wir bitten Sie zu schweigen. So groß er keinen zugleich die Schwester eures Herrn, die mich in diese Maske so herrlich überraschte. Ach, dies ist
Stubenburschen, meine ich. Sie ist mein Kammermädchen und meines Jägers Frau. Das sieht ihr. Höre, Gretchen, nun glaub ich deinem Schwur. So hat mich nicht getäuscht. Ich liebe mir und tun. Ich bitte dich zu schweigen. So willigen Sie ein. Bald wird Vermählung sein. Vermählung, Vermählung, um dies geschieht. Mein ganzer Handel geht zurück, mein ganzer Handel geht zurück. Ich abgesetzter Mann, was fange ich nun an? Ich abgesetzter Mann, was fange ich nun an? So seh mir noch in der schuldbewusst, aber auch unschuldig. Denn soeben wird mir gemeldet, dass er in der Dämmerung anstatt eines Rehbocks seinen eigenen Esel geschossen hat. Mein Esel, mein zweites Ich, oh ich selbst. So hat mich nicht getäuscht die Stimme der Natur. Hat er vor langes Brust in seinem Amt erleiden.